Gut, Shalom Aleichem, guten Abend. Zuerst einen tiefen Beileid und Mitgefühl an unsere Freunde. Sie hat verloren ihre Mutter, ganz jung und ganz tragisch. Und wir alle gemeinsam schicken euch einen Trost, ein Mitgefühl, eine Kraft. Sollte die schwere Zeit mit Geduld und Kraft überqueren. Und der Einzige, der salben kann, die zerbrochenen Herzen, soll euer Herz schnell wie möglich einsalben, einheilen. Und bestimmt, deine Mama schaut vom Himmel und sie betet weiter für euch. Und versucht alles tun am Leben, nur Gutes an ihre Weise. Und wir werden auch diese Schuhe heute widmen an deine gottseligen Mutter, die ganz jung von dieser Welt gestorben. Wie alt war sie? 62. 62, das ist sehr tragisch, sehr jung. Und liegt nichts in unsere Hände. Achaim ve'amavet lefanecha. Leben und Tod sind in seine Hände. Und wir wissen nicht, jeder, der sitzt hier, weiß nicht, was mit ihm passiert oder mit seinen Angehörigen. Und wir, die leben jeden Tag, müssen aufstehen morgen früh und sagen, Moide anile von Necho. Ich danke dir, Hashem, dass ich noch lebe und dass ich noch diesen Tag erleben kann. Ich bitte euch, eure Handys bitte komplett auszuschalten, weil wir gehen heute ganz hoch fliegen und wir brauchen kein... Ein bisschen Schabes im Kopf, also ein bisschen Ruhe von der Welt, um zu kommen in diese Welt. Menschen fragen, womit kann ich steigen? Also ich will steigen, ich will nicht bleiben auf dem Platz. Ich will weiter in meine geistigen, spirituellen, religiösen Jiddischkeit. Ich will in mein Leben wachsen. Was soll ich machen, um zu wachsen? Ich sage euch etwas ganz einfach und ganz schwierig. Einfach zu sagen und schwierig umzusetzen. Die beste und die schnellste Weg zu steigen, ist nicht sprechen und reden, loschenore, schlechte, böse Wörter über andere Leute. Schluss, Punkt. Ich wiederhole, die beste und die schnellste und die schwierigste Weg zu steigen, ist nicht zu sprechen, zu reden, loschen Hore, reden über andere Wörter, über andere Leute, schlecht, nicht gut. Zuerst definiere ich, was bedeutet Lashonara, was bedeutet böse, schlechte, giftige Rede. Böse Rede bedeutet, ich gebe euch ein Zitat, sprechen über eine andere Person oder über das, was eine Person hat, was Schlechtes über seine Benehmung, über seine Religiosität, über seinen Charakter, über seine Ehrlichkeit, jeden Mangel, jeden Beschreibung von negativen Sachen über andere Leute, dass der andere ist zornig, geizig, Angeber, Oberhuchem, Angeber, egal. Jeden schlechte Rede über andere Menschen ohne Bedarf, manchmal hat man einen Bedarf. Ja, man fragt jemand über Geschäft, über Heiratsvermittlung, über verschiedene Sachen. Ich rede jetzt ohne Bedarf. Stamm sitzen und quatschen und reden und zu erzählen über andere Leute negative Sachen, das ist Lashon Hara. Und wir werden beginnen mit drei Fragen und wir werden zu einer super Reise fahren. Eins, was bedeutet böse Rede und warum Menschen lieben es,
zu sprechen und zu reden schlecht über andere Leute? Welche Genuss, welche Vergnügen, welche Befriedigung schenkt das der Mensch, wenn er lästert und plappert und klatscht und redet über die Probleme von anderen Leuten? Was gibt das ihm? Jede Sache, was du tust, hast du heute ein Genuss. Ein Mensch hat gegessen, hat er Lust. Hat er was andere Genuss gemacht am Leben, hat er Spaß. Welcher Spaß und Vergnügen hat ein Mensch, wenn er spricht über die anderen Leute schlecht? Das ist unsere Frage. Erste, ja? Darf ich über Hitler nicht schlecht reden? Sie dürfen über jeden Mensch zum Bedarf schlecht reden, wenn es ist ein Bedarf zu lernen, in seinem Leben nicht zu machen. Das ist Lezorech. Das heißt, ich wiederhole noch einmal die Definition. Jeden Sprache über andere Mensch, über seine schlechte Charakter, Religiosität, Handlung, Benehmung, lo Lezorech, stamm sitzen und reden, nicht um jemand zu lehren und beizubringen, der hat sich schlecht benommen. Wenn man will etwas lernen von der Geschichte, dass einer hat sich schlecht benommen, die Geschichte über ihm ist, um zu lernen, das nicht zu machen. Das kommt unter die Kategorie Lezorech, um einen Bedarf. Wir reden dem Wort jetzt Stam, Loschenore. Stam bedeutet frisch, gesund und meschuge, sitzen und reden über andere Leute. Wir brauchen nicht jetzt krass Beispiele nehmen. Jeden Mensch hat lieb zu reden über seinen Chef, über seine Schwiegermutter, über seinen Rabbiner, über den Bürgermeister, über die Leute, über die Kollegen, über die Nachbarn. Wenn du über die Leute sprichst schlecht, das heißt Lashon Hara. Wenn eine seiner Nachbarn machen Krach und er meldet sich im Bürgeramt, dass die Nachbarn sind zu laut, das ist kein Lashon Hara. Aber wenn er geht und erzählt die ganze Welt Shelo Lezorech, ohne Bedarf, das ist Lashon Hara. Denn noch einmal, ich will nicht verlieren den Faden. Ich wiederhole noch einmal die drei Fragen und dann reisen wir. Eins, wie definiert man böse Rede und warum Menschen lieben es so viel? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was ist die Strafe in dieser Welt? In dieser Welt, nicht jetzt kommende Welt, Hölle. Was ist die Strafe in dieser Welt, wenn einer spricht über die anderen Leute? Loschenhore, schlechte Rede. Was ist seine Strafe von Gott in dieser Welt? Und die dritte Frage, und ganz wichtig, was soll machen ein Mensch? Woman spricht über ihn. Loschenhore, er hat gar nichts getan, gar nichts gemacht. Irgendeine hat seinen Namen ruiniert und verbreitet verschiedene Geschichten und Schmonzes. Was soll ein Mensch machen, wenn man über ihm erzählt Sachen, die nicht stimmen? Wie geht man um mit einem schlechten Ruf, wo ein Mensch spürt, man lästert und man pappelt und man klatscht hinter den Rücken? Er sieht die Augen von den Menschen und er sieht, dass die Augen von den Menschen sind nicht Parve. Die sind fleischig, also die sind ganz bissig und sie sagen ganz viel. Wie geht man um mit diesem unangenehmen, unbequemen Gefühl, wo ein Mensch spürt, dass man über ihn lästert, spricht, pappelt, quatscht, Loschenhore oder Klatscherei? Verstanden die drei Fragen? Gut. Beginnen wir die Reise? Ja. Seid ihr alle eingeschnallt? Seid ihr bereit zu hören? Sehr gut. Erste Buch Mosche, Kapitel 37, Pasuk Bet. Josef ist der Erste, der bringt Loschenhore zu seinem Vater über seine Geschwister. Sagt die Torah, Vayaveh Josef et dibatam ra'a el aviem. Josef erzählt übel Rede über seine Brüder, über seine Geschwister. Zu wem erzählt das diese böse Rede? Zu dem Vater. Die beiden, der hat erzählt und der hat gehört, haben bekommen schlimme Strafe. Josef war im Gefängnis 12
Jahre, weil er hat erzählt böse Rede. Jakob, der hat gehört, nur gehört, der hat bekommen 22 Jahre Depression. Die Schchina und die Ruach HaKodesh ist weg von ihm. Er konnte nicht mehr kommunizieren mit Gott. Er war in einem tiefen, ununterbrochenen Loch und niemand konnte ihn nicht trösten. 22 Jahre, nicht seine Frau, nicht seine Kinder, nicht seine Enkelkinder. Alle Kinder sind da, alle Schwiegertochter sind da und Jakob ist voll daneben, voll dem Spur. 22 Jahre. Und was heißt das? Wie kann man das erklären, dass einer erzählt und einer hört und der, der hört, bekommt Strafe als mehr derjenige, der erzählt? Kommt der Chofetz Chaim, Rabbi Israel von Radina Kohen, und erzählt eine ganz süße Legende. Einmal ein krimineller Betrüger trifft einen armen Mann und er sagt der arme Mann, oh, ich sehe, du bist hungrig. Stimmt, willst du essen? Hast du Appetit? Hast du Lust auf was Knackiges, was Gourmet-Essen? Was sagt der arme Mann? Klar, ich habe größten Appetit. Er bringt ihn zu einem super Restaurant. Die beiden sitzen und sie essen. Und der arme Mann, was sagt er? Noch. Er bestellt. 5 Minuten vor dem, da kommt die Rechnung. Der Betrüger, der Lügner, haut ab. Und wer bleibt am Tisch? Der arme Mann. Kommt der Besitzer und er sagt, der arme Mann, Rechnung bitte. Sagt der arme Mann, aber der hat mir eingeladen. Sagt er mir, es ist mir egal, wer hat eingeladen und wer ist eingeladen. Du bist da, du hast gegessen, du musst essen. Es ist gekommen die Polizei, hat man alles genommen, was er hat. Er hat verloren seine Häuser und bezahlt alles auf diesen Mahlzeit. Wenn einer erzählt dem anderen Mensch böse Rede, ist er ein Betrüger. Und wenn einer hört, ist er ein dummer Penner. Ich wiederhole die Begriffe. Einer, der erzählt andere Leute, loschen Hore, was ist er? Ein Betrüger, ein Krimineller, ein Ramai. Und wenn einer hört, was ist er? Ein armer Dummkopf. Da hat man ihn verführt zu hören und ganz bissig noch eine Geschichte und noch eine Geschichte über andere Leute, die ihm wichtig oder unwichtig. Okay. Jakob hört von seinem Sohn Josef loschen Hore über seine eigenen Kinder. Was hat er erzählt? Was erzählt man so? Was sind die saftigen Sachen bei loschen Hore? Die erste Sache, die Josef hat erzählt, dass sie essen nicht koscher. Also Josef hat erzählt seinem Vater, sie achten nicht auf Ever Minachai. Sie töten nicht und schächten nicht genau die Tiere, so wie die jüdischen Religion und Gesetz. Also was machen sie? Sie schächten nicht richtig die Tiere. Also die sind nicht gut in koscher Sachen. Gut. Die zweite Sache, was er hat ihm erzählt, ist, dass die Brüder, die Söhne von Rachel und Lea, beleidigen die Kinder von die Kepsweibe, von Bila und Silpa. Und sie sagen die Kinder von die Mägden, ah, ihr seid kleine Menschen, ihr seid weniger wert, ihr seid minderwertig. Zilzelu bebnei Ashfachot. Also sie haben unterschätzt, mindergewertigt die Kinder, die anderen Kinder. Wer ist wichtig? Nur die Kinder von der richtigen Frau, von Rachel und von Lea, von Bila und Silpa sind ungültig. Und die dritte Sache, was hat Josef erzählt über seine Geschwister? Dass die Brüder flirten mit knanitischen Mädelach. Das heißt, sie haben unkoschere Beziehungen mit Frauen. Guck mal, wie tief und wie schön und wie einfach die drei Geschichten, die Josef erzählt, sein Vater, das ist alle Kategorie von böser Rede. Beziehung zwischen Menschen und Gott, das ist Kashrut.
Das ist die erste Loschenhore, böse Rede, wo Menschen erzählen über die anderen Leute. Der hält nicht Schabbat, der hält nicht Koscher, sie bedeckt nicht ihre Korb, der hat keine heiße Wasser zu kochen zum Schabbat. Also man erzählt religiösen Probleme über die anderen Leute. Der hat kein Tfilin, der hat keine Mezuzah zu Hause und so weiter und so fort. Das ist die erste Loschenhore, zu reden über andere Leute, über ihre Religiosität. Die zweite Kategorie, minderwertigen Menschen, bedeutet reden über Charakter von anderen Leuten. Die sind Sklaven, die sind Ausländer, die sind hochnäsig, die sind arrogant, die sind bekloppt, die sind, wie Menschen reden manchmal über die anderen Leute, die sind radikal, die sind unerträglich, sie stinken, sie loschen hat keine Grenze und Menschen haben auf ihre Zunge manchmal Kilo von Tabasco, also sehr viel Paparoni, wenn es geht, über die anderen Leute zu sprechen. Und die dritte Sache, was man redet, ist über Beziehungen, über Familie. Frau, Mann, sie geht fremd, er geht fremd. Hat man ihr gesehen mit einem anderen Mann? Hat man ihm gesehen mit einer anderen Frau? Was erzählt Josef? Sie waren mit kananitischen Frauen. In alle drei Sachen, was hat er erzählt, hat ihm Gott bestraft. Dass er hat gesagt, dass die Brüder essen nicht koscher und sie schächten nicht die Tiere. Was haben sie gemacht? Sie haben geschochten ein Ziegen und sie haben genommen sein Kleid und sie haben gesagt, Jakob, erkenne, das ist die Kutonet von deinem Sohn Josef. Und dann hat Jakob gesagt, Tarof, Toraf, Josef. Das heißt, es wurde gezeigt von Gott, dass sie doch schächten. Und sie haben gezeigt, dem Blut von dem Zieg. Das war die erste Strafe, Quittung für diesen Loschenore. Die zweite Sache, dass Josef hat gesagt, dass die sind minderwertig, Untermenschen, kleine Menschen, Mägde Leute, Asul. Josef wurde genannt Eved. Eved bedeutet Sklave. Hat man ihn genannt in Ägypten 12 Jahre im Gefängnis, Sklave, Eved. Und nicht nur Eved, hat man ihn genannt Eved Ivri. Also das Wort Ivri oder Yehudi, es ist immer eine Frage von der Intonation, wie man das sagt. Wenn ich sage, ich bin ein Hebräer oder ich bin Yehudi, ist okay. Aber wenn der andere will dir, wie man sagt, ein bisschen chappen und unterstufen, sagt er Jid, Jevrei, Jude. Also es ist immer eine Frage von dem Kontext, von dem Ton. Es ist dieselbe Wort. Manchmal ist ein riesiges Kompliment und manchmal ist ein riesiges Beschimpfung. Die Frage ist, wann und wie sagt man das? Also zu Josef hat man genannt Eved Ivri. So hat man ihn genannt in Ägypten. Und Eved Ivri bedeutet, soll er bleiben im Gefängnis und er hat verdient keine Stelle bei uns. Er verdient keine Stelle, weil er ist ein Ivri. Er kann bei uns nicht weiter wachsen und König sein. Die Bösheit von den Menschen ist manchmal ohne Grenze. Und dass Josef hat erzählt, sein Vater, dass die Geschwister flirten mit kananitischen Mädels. Welche Versuchung und Verführung hat er bekommen? Dass als er war bei dem Haus von Potiphar, kam die Frau Selika, die Frau von Potiphar, und hat ihn verführt, morgens und abends, immer mit ein anderen schönen Kleider, bis sie wollte ihn schon vergewaltigen und zum Schluss, er saß im Gefängnis und er war noch schuldig, weil sie hat ihn beschuldet und wie fast immer in der Welt, wem glaubt man? Die Frauen und nicht die Männer. Die Männer sind immer die Räubers und die Frauen sind immer die Schäferlach. Das heißt, man sieht schon in der ersten Geschichte, das gibt auch andere Frauen in dieser Welt, als man sich vorstellt in die Geschichte. Und die Selika hat das gemacht zu Josef und sie schimpft noch, er wollte mir was antun und er wollte mir vergewaltigen und gleich hat man ihm geglaubt. Und was hat sie gesagt? Hey, guck mal, hat man uns gebracht, ein Sklave, ein Hebräer. Hat sie gleich untergestuft, dem Typ.
Damit soll jeden ihr glauben, hat man ihr gleich geglaubt. Auf alle drei Sachen, was hat Josef gepetzt, erzählt, loschen Hore, für sein Vater, alles wurde schon berechnet in dieser Welt. Der hat bezahlt 12 Jahre im Gefängnis, sein Vater hat bezahlt 22 Jahre Depression und Diskontakt zu Hashem. Und alle drei Sachen, was er hat erzählt, wurden in dieser Welt ihm gezeigt, zurück. Das, was du tust dem anderen, tut man dich zurück. Du sprichst, loschen Hore, über andere Leute. Du sollst dich nicht wundern, dass man auch über dich spricht zurück. Die Welt ist ein Boomerang. Und wenn jemand über dich spricht, überlegt ganz gut, vielleicht doch in einem Zimmer, wo hat niemand gesehen, hast du doch über jemand auch gesprochen. Und so dem Vogel nimmt die Wörter und er bringt sie weiter und wundert dich nicht, dass man über dich erzählt, loschen Hore, weil du hast auch wahrscheinlich auch über andere Leute gepappelt und gelästert, weil die anderen haben dir nicht gefallen in ihrer Benehmung. Okay. Das ist meine, das ist deine? Ja, das ist ihre Cousine. Das ist meine. Gut. Es gibt zwei Sorten von Sünde. Es gibt Sünde, was man begeht in die Erde, zwischen Menschen, klauen, schlagen. Und es gibt Sünden, die sind zwischen Mensch und Gott. Schabbes, Koscher, Fasten am Yom Kippur. Loschen Hore, böse Rede, ist die einzige Sünde, wo ein Mensch bekommt doppelt Strafe. Auch bei der Kategorie zwischen Menschen und auch bei der Kategorie zwischen Menschen und Gott. Warum? Wenn ein Mensch will erzählen über jemand anders Lashon Hara, schlechte Rede. Was macht er? Er guckt, ob niemand ist da. Er sagt, ich will dir was erzählen. Und er guckt und er versteht nicht. Er ignoriert, dass Hashem ist da. Das heißt, er guckt, ob derjenige, dass du über ihn erzählst, ob er ist im Raum oder in der Gegend. Aber er guckt nicht, dass Hashem ist überall da. Hashem hört, Hashem fotografiert, Hashem hat eine versteckte Kamera, die ganze Zeit über jeden Wort, die du sagst. Jetzt gebe ich euch eine super Definition, zu wissen, ob das, was ihr sagt, ist Loschen Hore oder nicht. Wenn der andere Mensch sitzt dir anwesend, erzählst du dieselbe Geschichte oder nicht? Wenn er sitzt jetzt anwesend an diesem Tisch, erzählst du dieselbe oder nicht? Weil er ist nicht da, erzählst du das, zeigst du, dass du glaubst nicht an Gott. Das heißt, wenn einer spricht Lashon Hara, zeigt er, dass er Kofer Beikar. Er hat null Vertrauen an Gott und null Glaube an Gott. Ein Mensch, der spricht Lashon Hara, u Kofer Beikar, so wie steht geschrieben in Tehillim, Shatu Piem Bashamayim u Leshonam Tialach Baaretz. So steht geschrieben in Tehillim. Und wenn jemand will, das in Tehillim richtig lesen, soll er lesen Kapitel 92, 52. Und Kapitel 52 zeigt, wie drei Leute sind gestorben, ums Leben gekommen, wegen Lashon Hara, wegen böser Rede. Aber ich will nicht zu tief zu Tragödien gehen, wegen böser Reden. Ich will nur die Idee heute gut zu verstehen. Gut. Einer von den Kommentatoren auf dem Tanach, der Malbim, sagt, dass Loschen Hore zu reden über andere Leute schlägt wie ein Hammer, wie ein Schwert und wie ein Pfeil und Bogen. Wie ein Hammer, es schlägt dem Herz so wie ein Stein, dass ein Mensch hört, das hat man über ihm erzählt, so schlecht. Es ist wie ein Schwert, weil es dreht die Magen, es kommt wie ein Loch in den Magen. Und es ist wie ein Pfeil und Bogen, es geht in die ganze Welt. Du schießt in Rom und die Toten sind in Syrien. Das heißt, Wörter von anderen Menschen
Loschen Hore, schlechte redet, geht in die ganze Welt und jeder erzählt das schnell dem anderen. Ich gebe ein Beispiel. Im zweiten Krieg von Lebanon in Israel, am ersten Tag, wo hat man sich marschiert nach Lebanon, sind ein paar Soldaten ums Leben gekommen. Ein General in Israel hat an dem Tag um 12 Uhr seine Aktien verkauft in Bank, in Bank Leumi. Und irgendwie, irgendeiner hat das weiter erzählt, dass der Ramatkal, der Obergeneral von der Armee, was macht er am ersten Tag vom Krieg? Verkauft seine private Aktien. Nur um euch zu sagen, es handelt sich nicht über so viel Geld, es handelt sich um über 120.000 Shekel. Das ist ungefähr 30.000 Euro. Das war seine ganzen Sparaktienbriefen. Nicht Millionen. Aber der hat ein Telefon gemacht zum Bank und er hat gesagt, alles verkaufen heute. Weil er hat gedacht, wegen dem Krieg wird sich alles jetzt runtergefallen. Am nächsten Tag, alle Zeitungen, was macht der Ramatkal am Tag vom Krieg, denkt nur über seine Aktien. Nun, normalerweise Bank ist eine private, steht unter Schweigen Pflicht. Hat man gebracht Polizei zum Bank, hat man alle Leute in Bank unter einen Lügendetektor geprüft, Polygraphie, zu sehen, ob sie lügen oder nicht. Und alle haben die Wahrheit gesagt, dass sie haben das nicht erzählt. Dass sie haben das niemand erzählt. Dass sie haben niemand verraten, dass der Ramatkal hat das verkauft. Hat man recherchiert weiter. Und was war die Ende? Als zwei Kollegen haben miteinander unterwegs gesprochen, war ein Dritter, der hat das gehört, und er war per Zufall ein Journalist. Und er hat gehört, was zwei Leute in Bank reden. Gleich hat er das gebracht in die Medien. Ich will euch nur sagen, die Ende. Der Mann ist am Leben kaputt. Der war der größte General in Chel Avir, also in die Luftwaffe in Israel. Er war Ramatkal. Ab dem Tag, wo hat man ihm Shaming gemacht, Loschen Hore, in den Zeitungen, Shabbat Shalom. Der Mann sitzt zu Hause, keine Geschäften, kein Job, kein Nix. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht verrückt? Ein Mensch macht ein Telefon, die dauert eine Minute in Bank und die Menschen sind so bissig und so Missgönners für sein privates Leben. Was geht euch an? Nein, sein General soll er sich kümmern auf dem Krieg. Was soll das? Wie kann das sein? Der Mann ist zu Ende. Der Mann ist am Boden. Egal, was er hat weiter passiert am Leben, das ist nicht gelungen. Hat man ihn kaputt gemacht wegen Lashon Hara. Jetzt. Lashon Hara zu reden, gibt es in Hebräisch zwei Wörter, die ihr müsst heute lernen. Eine heißt Kef und der zweite heißt Kal. Reden Loschen Hore ist Kef. Wie übersetzt man Kef? Spaß. Freude. Man erzählt über den anderen. Jalla. Man nimmt noch einen auf den Tisch und man macht ihm eine pathologische Chirurgieoperation und man redet über den anderen. Kostet nicht. Die Zunge hat keine Knochen, kostet nicht Geld. Und der Mensch, der spricht Loschen Hore, warum spricht er? Er spricht, weil, eins, er ist mit sich nicht in Ordnung über das, was er tut. Er tut etwas nicht koscher. Und er will sich, wie man sagt, saubere Weste anziehen. Anstatt über sich zu reden, erzählt er, dass andere schlimme Menschen gibt es in dieser Welt. Und indirekt, wenn die anderen Menschen sind schlimm und nicht gut, dann was bin ich? Ich bin ein Tzadik.
Guck mal die anderen, was sie tun und was sie machen und wie sie sich benehmen. Und der Mensch in dem Moment, wo er spricht über den anderen, er unterstuft dem anderen zu einer... er erniedrigt ihn. Aber wir haben gefragt, was ist der Spaß? Die Antwort lautet, es ist kein Spaß. Es ist ein Gift wie eine Schlange. Es gibt der Mensch einfach ein Gefühl von einer Rache, dass er dem anderen klein macht. Und in dem, wo er den anderen klein macht, er ist einfach geworden eine Bissiger. Es bringt ihm gar nichts am Leben. Und dann gehen wir jetzt zu dem zweiten Geschichte in Torah, was ist passiert. Miriam war die zweite, die hat gesprochen, Lashon Hara, über ihre Bruder Moshe. Moshe hat geheiratet mit einer Frau, die hatte zwei Nachteile. Sie war eine Midianitin und sie war eine Kuschit. Sie war eine dunkle Frau. Und steht geschrieben, dass von vornherein Miriam hat gefragt, was hast du, Anführer von Israel, der will bestimmt, dass seine Kinder sollen sein, die Fortsetzung und die Nachkommen vom jüdischen Volk. Was für eine Frau hast du genommen? Eine Midianitin? Und nicht nur eine Midianitin, eine Kuschit, eine von Nigeria, eine Midianitin. Sagt Moshe, ich hab lieb die Frau. Ihre Vater und die Töchter haben mir gerettet in Midian, wo ich war alleine. Diese Frau ist klug, hübsch, nett, patent, lieb. Zipora war eine edle, gute Frau. Und sie hat ihm gebracht zum Welt zwei schöne Kinder, Gershon und Eliezer. Und sie hat gekümmert auf die Kinder Maximum. Sogar bei der Beschneidung. Moshe Rabbeinu war nicht dabei, weil er war so beschäftigt mit seinem Leben. Und Zipora war eine sehr gute Frau. Aber irgendwann, Moshe Rabbeinu hat gespürt, dass zu leben mit einer Frau hindert ihm den Kontakt mit Hashem. Er will mit Hashem in jedem Moment begegnen und mit einer Frau, es ist schwierig. Und dann hat er sich getrennt von Zipora. Kommt Miriam und anstatt soll Miriam gehen und reden mit Moshe direkt, wenn du willst über jemand was sagen, sag ihm direkt. Geh nicht zu einer zweiten und frag über dem anderen. Frag demjenigen direkt, was du willst. Was macht Miriam? Sie geht nicht zu Moshe, sie geht zu Aaron und sie sagt, Aaron, ich glaube, zwischen Moshe und Zipora ist nicht mehr viel los. Die Zipora pflegt sich nicht mehr. Sie ist eine schöne Frau, aber sie ist jetzt vernachlässigt. Was ist vernachlässigt? Vernachlässigt ist ein Symptom. Welches Symptom? Wenn eine Frau ist vernachlässigt, warum sie ist vernachlässigt? Alle Menschen können schon zum jedem Symptom Kommentar schenken. Warum sieht die Frau so aus? Sie hat Probleme zu Hause. Sie hat große Probleme in die Beziehungen. Böse Rede Nummer 2 von Josef und seinem Vater. Man redet über die Beziehungen von dem anderen, als ob bei mir ist Friede, Freude, Eierkuchen. Bei mir ist alles in Ordnung. Bei denen gibt es Probleme. Bei denen gibt es Schwierigkeiten. Bei denen wackelt es. Bei mir, Tzadika Tamari frach, alles ist in Ordnung. Aber Miriam, anstatt zu gehen zu Moshe, geht zu Aaron. Und sie sagt, Aaron, wir sind beide auch, doch auch Propheten. Und wir können mit Gott kommunizieren und reden und sprechen. Und stört uns nicht, dass wir sind verheiratet. Aaron ist verheiratet mit wem? Nur, wer ist die Frau von Aaron? Leute, wake up. Elisheva, du musst das wissen. Mindestens eine, die diesen Namen trägt. Und Miriam ist auch verheiratet. Mit wem? Mit Kalev. Sehr gut, Kalev ben Jefune von Stamm Juda.
Beide sind verheiratet. Beide haben Kinder. Aaron und Elisheva haben wie viele Kinder? Nur wie viele Kinder hat Aaron? Vier. Und Elisheva und Miriam und Kale, wie viele Kinder haben sie? Eine könnt ihr alle bestimmt. Eine von den Kindern von Miriam kennt ihr alle bestimmt. Ich gebe euch einen Hinweis. Chur, sehr gut. Was war der Hinweis? Wie hast du drauf gekommen? Weil er ist ja dann getötet worden. Genau, weil er war getötet, als Aaron wollte kämpfen gegen dem Volk. Er hat derjenige, der hat gehalten die Hände von Moshe hoch, als er saß auf dem Berg gegen den Kampf von Amalek. Und Miriam und Aaron sagen Moshe, wir sind verheiratet und wir haben kein Problem mit Hashem zu kommunizieren. Ganz im Gegenteil. Wenn ein Mensch will edel und mit Hashem kommunizieren und sein ein Prophet, es ist sehr gut, mit einer Frau verheiratet zu sein, weil dann sein Kopf ist mehr, wie man sagt, am Ort, in seine Tasche. Er ist in seinem Ort. Und trotzdem, in dem Moment, wo Miriam spricht, Lashon Hara, über Moshe, welche Strafe bekommt sie? Aussatz, Ausschlag auf dem ganzen Körper. Sie muss ausgesetzt sein von der Gesellschaft und sie bleibt 7 Tage außerhalb der Machane, der Lager, und alle warten auf ihr und alle wissen eine Shaming. Warum ist jetzt Miriam ausgesetzt? Weil sie hat gesprochen gegen Moshe. Und jetzt stelle ich euch eine Frage und ich will von euch die Frage hören. Antwort hören. Shlomo, du weißt doch selbst, dass es gibt doch Menschen in dieser Welt, die pappeln und reden, Loschenore, böse Rede, ohne Unterbrechen. Morgen, Mittag und Abend, Wochenende und Ferien und am Telefon und am Skype und am Facebook und am WhatsApp. Was gibt noch? Und inzwischen im Bus. Twitter. Und Twitter. Und denen passiert gar nichts. Nicht ein Ausschlag und nicht ein Einsamkeit und nicht Beleidigungen und nicht Probleme mit Zähnen und Zahnarzt und keine bellende Hund beißt sie. Und sie leben gute, schöne, feine, ruhige Leben. Und du nimmst unsere qualitative Zeit und du erzählst uns von besonderen Menschen wie Josef, der hat einmal in seinem Leben 3 Geschichten erzählt und er war 12 Jahre im Gefängnis und seine Vater 22. Und Miriam, die hat einmal gepappelt über ihre Bruder und schon 7 Tage kriegt sie einen Aussatz. Die Menschen reden und pappeln und alles und passiert denen gar nicht. Null, nada. War das Wahrheit, was der Josef hat erzählt, seinem Vater, oder war das gelogen? Das war die Wahrheit. Ich will zuerst einen Satz sagen, gut, dass Sie mir das sagen. Loschen Hore bedeutet Wahrheit. Loschen Hore bedeutet Wahrheit. Auch schlechte Sachen, die Wahrheit sind, sind Loschen Hore. Natürlich, jede Geschichte hat halbe Seite die Münze, die man sieht. Okay, aber Loschen Hore bedeutet schlechte, wahre Sachen. Wenn einer erzählt Lüge über den anderen, das ist eine andere Sünde, das nennt man im Judentum Mozi Shemra. Das ist nicht Loschen Hore. Das ist eine der Lüge ausdenkt über. Das ist schon noch eine schlimmere. Das ist schon am Schugener. Aber ich rede jetzt eine, der nicht Mozi Shemra, nicht eine, der entdeckt irgendeine. Denkt aus etwas, sondern einer, der erzählt Sachen, die ungefähr hat er gesehen und so kommentiert er es und so versteht er es. Ja? Einer hat gesehen, ein Mann neben die Schule steht und spricht mit ihr. Warum spricht er mit ihr? Was hat er mit ihr? Er spricht mit einer Frau neben die Schule. Halbe Stunde. Über was haben sie gesprochen? Was haben sie miteinander? Die Frage ist, welche Augen hast du? Wenn jemand hat Augen von Loschen Hore, die beiden haben bestimmt mit dem anderen eine Affäre. Ja. Wenn einer hat edle Augen, sie reden bestimmt über die Kinder. Die
über die Freundschaft, die sind Freunde, kann man tausend gute Sachen denken. Es ist immer die, aber die Wahrheit ist, dass die beiden haben gesprochen. Ja, die Frage ist, und egal was du erzählst, ob es ist jetzt Wahrheit, aber es bringt dem anderen in dunklen Licht, das ist Loschen Hore. Und meine Frage ist wieder an euch. Wie kann das sein, dass wir zwei Beispiele sehen von Tzadikim und von edlen Leuten, die leiden so viel für ihre bissel einmal am Leben Wörter, und es gibt Menschen, die reden wie eine Wolfmaschine und beißen die anderen Leute in ihren Wolfmaschinen. Was ist Loschen Hore reden? Vielleicht noch einen Begriff. Zunge heißt in Hebräisch Lashon. Lashon. Warum heißt die Zunge Lashon? Weil die Zunge knetet. Lascha. Du nimmst Menschen und du knetest die Menschen, du machst sie so wie eine Wolfmaschine, du bringst sie durch deinen Mund und du nimmst den Menschen ganz. Und wie nimmst du sie raus? Stückchenweise. Hamburger, Kebab. Also, du machst die anderen Leute... versteht ihr, was ich meine? Du lässt dem anderen Leute in Wolfmaschine. Meine Frage ist, wieso gibt es Menschen, die so viel reden und passiert denen gar nicht, die leben ihr Leben, batovu baneimim, im Guten und Angenehm. Und manche sind so leidend und so sensibel, und wir werden bald sehen, dass manche Leute, und jetzt will ich hören eure Antwort. Es macht mir Spaß, die sensibel zu... Es macht mehr Spaß, die Sensible zu schnecken. Aber du kannst diese Frage stellen wie bei alles in der Welt. Ich frage jetzt über Loschen Hore. Wieso gibt es zwei Beispiele in die Tora von zwei Tzadikim, die haben gesprochen Loschen Hore, und Hashem hat sie so tief bestraft, und es gibt in unserer Gegend, jeden kann sehen in sein Rechts und in sein Links, Leute, die haben meine Wolfmaschine, und die sind gesund wie ein Ochs im Stall in Bochum. Die Strafe ist noch nicht gekommen. Sie sagen. Okay. Olam Haba. Ich denke, dass die Leute, die lästern über andere, dass denen ihre gute Taten den anderen überschrieben werden. Einfach, weil das steht in kabbalistischen Büchern, dass wenn ein Mensch über andere Leute spricht, sofort überträgt er über dem anderen seine gute Taten und seine verlierte. Schön, das, was du sagst, steht geschrieben in Chovat HaLevavot, aber ich will nicht jetzt so tief und so spirituell gehen, weil wir sind physische Augen. Also wir sehen Leute, die sitzen und sie reden. Ja, Sie wollten auch was sagen? Vielleicht, wie du gesagt hast, Sie sind Tzadikim, wir müssen das besser wissen. Du kommst schon an den Punkt, was heißt das? Du sagst gut, du gehst schon auf die Idee. Ja, sie müssten wissen, dass sie anders herangehen sollten. Also ihnen ist was aufgefallen, und wie du schon gesagt hast, sie hätten eigentlich direkt mit den betroffenen Personen sprechen sollen und nicht mit jemand anderem. Okay, jetzt erkläre ich das, was Sie haben gesagt. Sie haben gesagt, gut, und dann erklären wir das, was hast du gesagt. Menschen, die reden oft und viel über andere Leute, ihre Wörter sind nicht mehr wichtig. Die verlieren ihre Gift. Sie haben schon verloren ihre Kraft und Macht, weil jeder kennt diese Menschen als Schwätzer, als Petzer. Also es gibt Menschen, die sind bekannt, wenn du von denen hörst, du weißt von vornherein, die Menschen können nur reden schlecht über andere Leute. Ihre Gift ist schon nicht mehr giftig, ihre Segen ist nicht giftig, ihre Fluch ist nicht giftig, die Menschen zählen nicht mehr. Also die haben schon kaputt gemacht ihre Mundkraft. Versteht ihr? Also die Menschen haben keine atomischen Kraft in ihren Mund. Die können pappeln und sagen von heute bis morgen, sie können beten, sie können reden, sie können niemanden schädigen. Ich habe für euch heute eine gute Nachricht. Sei vorsichtig von guten Menschen, die was Schlechtes sagen. Böse Leute, die schlecht reden, sie reden schlecht, weil die sind böse. Ihre Rede macht nicht mehr und macht nicht viel. Jeder kennt schon die Leute,
als Mesaprela Shonara. Das ist eine Kategorie von Menschen, die gerne lästern und reden über andere Leute. Aber wenn ein Mensch ist ein Tzadik, wenn ein Mensch ist einer, der so gottfürchtig ist und hat Kommunikation mit Gott und er ist spirituell gestiegen, so wie Miriam, so wie Josef, wenn sie etwas sagen, oh, ihre Wörter haben Kraft, Macht, göttlichen Wörter. Deshalb, wir haben begonnen heute unsere Shiur. Wenn einer will steigen, die erste Sache soll er machen, um zu steigen, ist nicht zu reden, loschen, hore. Weil in dem Moment, wenn du redest, loschen, hore über andere Leute, alles, was du tust, ist gar nicht wert. Und jetzt gehe ich zu der Strafe. Was passiert, wenn einer redet über die anderen Leute, Lashon Hara? Und ich zitiere es von Zohar HaKadosh. Die erste Sache, was passiert, seine Gebete sind nicht angehört. Hört ihr gut zu? Er braucht nicht zu gehen in die Synagoge. Er hat nicht was zu suchen in die Synagoge. Wenn einer erzählt Lashon Hara, schade auf seine Zeit zu beten. Tfilotav lo mitkablim, Omer HaZohar. Seine Gebete sind im Himmel nicht angenommen. Unsere Gebete sind angehört und manchmal angenommen oder manchmal nicht. Seine Gebete sind nicht mal angenommen. Die sind nicht angehört. Die sind nicht gekommen überhaupt in den Himmel. Ich habe in meiner Hand ein Buch. Dieses Buch heißt Igeret Hagra. Ein Brief von der Gaon von Vilna, der geht nach Israel und er schreibt einen Brief zu seiner Frau und zu seinen Töchtern und von seiner Familie. Und guck mal, was er schreibt seine Kinder. Ich sage euch, meine liebe Kinder, wenn ihr wollt leben und schön leben in dieser Welt, pass auf eure Zunge, nicht Schlechtes zu reden. Das wird retten eure Leben von Tod. Lohnt sich, alles zu tun, die Hauptsache über Menschen nicht zu reden. Nicht mal Gutes und umso schlimm Schlechtes. Und es ist besser, zu Hause zu bleiben, schreibt er seine Töchter. Und geh auch nicht lang in die Synagoge, geh ganz kurz. Und wenn in die Synagoge die Leute reden, Lashon Hara, geh nicht in die Synagoge. Schreibt der Gaon von Vilna, hier, ich zeige euch, יותר טוב להתפלל בבית, כי בבית הכנסת אפשר לשמוע לשון הרע, also ich erzähle euch keine Geschichten. Der Gaon von Vilna schreibt das zu seinen Kindern und er sagt, geh nicht in die Synagoge und geh auch nicht zu einer Beerdigung. Was passiert in einer Beerdigung? In einer Beerdigung reden oft die Menschen Lashon Hara. Stell mal vor, Menschen kommen zu einer Beerdigung. Was reden sie dort? Böse Rede. Er war schlecht. Nein, nicht er war schlecht. Man findet viele Themen zu sprechen. Die Kinder streiten über die Erbschaft. Es ist nicht so leicht. Haben sie viel bezahlt? Sie haben nicht investiert mehr auf die Ärzte. Sie haben nicht gekümmert auf die Älteren auf die letzte Zeit. Er sagt seinen Kindern, geh nicht in die Synagoge. Geh nicht in den Friedhof, um nicht zu hören, Lashon Hara, weil ihr wollt in dieser Welt leben. Und ihr wollt, dass Hashem soll eure Gebete anhören. Also, erste Strafe von einem Mensch, der spricht Lashon Hara, ist Tfilotav lo mitkablim. Seine Gebete werden nicht angehört im Himmel. Zwei. Ein Mensch, der spricht Lashon Hara über andere Leute, schafft ein Engel, ein böser Engel, und dieser Engel heißt Sichsucha. Sichsucha, so heißt er. Ich erzähle euch einen Beweis. Der Baal Shem Tov hat einmal getroffen einen Jid von Brod, von Brody. Und er sagt, der Jid von Brody, sie haben über mich gesprochen am Sukkot, in die Sukkah, Lashon Hara, über den Baal Shem Tov.
sagt der Jid zum Baal Shem Tov, und von wo wissen Sie, dass ich habe gesprochen Lashon Hara? Bestimmt, Sie haben auch gehört, dass ich habe gesprochen Lashon Hara. Sagt der Baal Shem Tov, das habe ich gehört von einem Engel. Sagt der Mensch, und ein Engel spricht Lashon Hara? Ein Engel erzählt weiter böse Rede? Sagt er, ja, es gibt einen Engel, und dieser Engel heißt Sichsucha. Und der Engel Sichsucha, was macht er, wenn er hört, dass du über jemand was Schlechtes erzählt? Jetzt hör mal gut zu, was ich euch erzähle. Wenn man erzählt über jemand was Schlechtes, drei Leute leiden. Der, der erzählt, der, der hört und derjenige, der über ihm erzählt. Jetzt meine Frage ist, der, der erzählt, verstehe ich. Er ist der Betrüger. Er ist der Kriminell. Der, der hört, verstehe ich auch. Er ist der dumme Penner. Aber was ist schuldig? Derjenige, dass man über ihn erzählt. Was ist er schuldig? Warum wird er bestraft? Das ist die Frage. Warum sagt der Baal Shem Tov, dass der Dritte, der wird bestraft, ist auch derjenige, der wird über ihn erzählt, die Loschen Hore. Sagt der Baal Shem Tov, er ist nicht schuldig, aber der Engel Sachsucha ist schon da, über seine Geschichte. Er ist wirklich nicht schuldig, aber manchmal, wenn du hast einen schlechten Nachbar, er ist trotzdem schlecht, auch wenn du bist gut, auch wenn du hast nichts getan. Und in dem Moment, wo Leute reden über dir, du leidest auch, weil der Engel Sichsucha, der nimmt, zieht Kraft und Energie auch von deinem geistigen Konto. Dritte und letzte Strafe. Was passiert, wenn ein Mensch redet Loschen Hora über andere Leute? Er wird in dieser Welt irgendwann beleidigt werden. Das heißt, Loschen Hora bedeutet beleidigen dem anderen anonym oder Abrik, genau. Und die Ergebnisse sind die Strafe, dass irgendjemand, es kann sein deine Kinder, es kann sein deine Schwiegermutter, es kann sein deine Frau, es kann sein deine Familie, jemand wird dich zum tiefsten beleidigen. Und du wirst nicht verstehen, wie kann das sein, dass jemand, der ich hab sie so lieb, hat mich so beleidigt. Sag die Tora, weißt du, warum bist du so beleidigt? Weil du hast gesprochen über jemand Lashon Hara oder gehört. Das sind die drei schlimmsten Strafen, die stehen in unseren Schriften. Die Gebete werden nicht angehört. Man baut einen Engel, ein böser Engel, der heißt Sichsucha. Und die dritte Sache wirst du kriegen, Elbonot. Jemand wird dir beleidigen in dieser Welt. Okay, gehen wir zu dem letzten Aspekt. Ich hab noch nicht gesagt, dass wenn ein Mensch ist obsessiv zu erzählen Loschen Hora, ist er auch ein Lügner. Das heißt, es gibt nicht Loschen Hora Erzähler, der bleibt immer bei der Wahrheit, weil er muss die Geschichten immer bearbeiten, sonst die sind nicht interessant, sie kommen nicht gut rüber. Er muss in sein Hamburger ein bisschen Gewürze und Knoblauch und gute Sachen legen, damit soll das gut rüber kommen mit der Geschichte. Also sollt ihr wissen, wenn einer erzählt viel Loschen Hora, ist er auch ein Lügner und soll man ihm kein Wort nicht glauben. Und ich gebe euch einen Rat, wenn einer erzählt euch Loschen Hora, suche ihn nicht mehr als Freund. Er erzählt über den anderen, er wird erzählen dem anderen über euch. So ein Mensch entfernt von eurem Leben. So ein Mensch hat in unserer Nähe nicht was zu suchen. Und wenn es einer von unserer Familie, der neigt immer zu erzählen Loschen Hora, soll man ihm sagen, kipp und klar, bitte nicht erzählen in unserer Einwesenheit negative Sachen über andere Leute, wir möchten es nicht ehren. Und deshalb versuch dujenige zu sein, der die Idee, das Thema, sprich mit den Gästen, um nicht zu erzählen über andere Leute. Ich gehe jetzt zu der letzten Gedanke. Was soll ein Mensch machen, wo man
über ihn, erzählt Lashon Hara. Teil stimmt, Teil ist die Wahrheit und Teil ist übertrieben und Teil ist Lüge. Was soll er machen? Was soll er machen? Gar nichts. Besser leben. Wie? Gar nichts. Reden hilft nichts. Besser leben. Nichts machen. Besser werden. Sie sagen gut, aber was sagst du genau? Nichts machen, besser leben. Ich will hören mehr über das bessere Leben. Du kommst auf den Punkt. Was heißt besser leben? Ja, also, ohne Lashon Hara. Also selber nicht mehr über andere. Ja, und. Klar, er ist schon in Ordnung. Er geht schon auf dem guten Weg. Die Frage ist, was soll machen ein Mensch, der schon steigt und arbeitet an sich, nicht über den anderen reden, aber die anderen reden weiter. Was soll er machen? Ich gebe euch die Antwort und ich zitiere. Jeder Mensch, der ein bisschen in dieser Welt hervorrangt, kann man sagen? Mhm. Bolet. Wie sagt man Bolet? Bolet, nun, wie sagt man? Hervorragend. Bringt ein Gespräch über ihn. Es ist normal. Ein anonymer Mensch, ein Unbekannter, niemand spricht über ihn, niemand kennt ihn. Jeder Mensch, der bekannt, bringt ein Gespräch über ihn bei anderen Leuten. Insbesondere, wenn er ist erfolgreich. Ein Schlimassel, man spricht über ihn wenig Lashon Hara. Also es ist unsaftig zu erzählen über ein Schlimassel Lashon Hara. Ein Nebuch. Ja. Wenn einer ist ein bisschen Erfolg und er ist hervorragend, Lashon Hara ist ein versteckte Kompliment. Hör mal gut zu. Es ist ein versteckte Kompliment. Es bringt zum Kritik und jetzt kommt die Lösung. Das, was die anderen investieren an ihre Reden, investiere du an deine Handlungen. Warum? Menschen, die wenig handeln, viel reden. Menschen aber, die bereit in ihrem Leben erfolgreich zu sein, gelungen zu sein, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, sie sollen nicht zum Herzen nehmen, wenn jemand über sie nicht Gutes redet. Es ist normal. Ich kenne keine Tzaddik in der Welt, kein einzige, da hat man über ihn nicht gesprochen, Lashon Hara. Kein einzige. Sogar in dieser Woche, wir haben jetzt diese Woche, 20. Tevet, und am 20. Tevet ist der Jahrzeit von Rambam, Rabbenu Moshe ben Maimon, Maimonides. Weißt du, was haben die Leute gesprochen, Lashon Hara über den Maimonides? Ich erzähle euch jetzt etwas, welche Lashon Hara haben die Leute über ihn gesprochen. Ihr werdet mir sagen, es kann doch nicht sein. Die Leute in Deutschland, in Rothenburg, in Speyer, in Regensburg, haben genannt dem Rambam ein Koffer, ein Gott, Beleugner. Sie haben seine Bücher verbrannt. Sie haben geschickt, sie haben gesagt, alles, was er schreibt über unsere Glaube, ist ungültig. Alles, was er schreibt, ist ohne Quellen. Und sie haben geschickt Rabbi Meir von Rumerug nach Cordoba in Spanien zu prüfen, der Maimonides, ob er ist ein Zadik oder ein Spieler. Und der Mann ist gekommen zu ihm nach Hause. Und der Rambam hat ihm gegeben irgendeine Speise, die sieht aus wie eine Hand von einem Mensch. Und der Gast hat gesagt, was soll das, was gibst du mir? Sagt er, das ist Asparagus, das ist ein bestimmten Spargel, die sieht aus wie eine Hand. Und das ist sehr gut für die Gäste, weil Gäste, die kommen von dem Weg, es ist sehr gut zu essen, diesen Asparagus. Sagt er, ah, ich habe gedacht, das ist etwas kannibalisch schon. Und dann sagt Rambam seine Diener, bitte tötet dem Kalb zum Mittagessen. Sagt Rabbi Meir, bist du gefallen vom Kopf? Töten dem Kalb zum Mittagessen? Was ist hier falsch bei dem Satz? Schächten, schlachten dem Kalb. Sagt er zu Rambam, was soll das? Sagt der Rambam, ich erzähle dir. Es gibt ein jüdisches Gesetz, wenn hat man eine Kuh geschlachtet, und hat man gefunden in ihrem Leib ein Kalb, muss man nicht dem Kalb schächten.
Der Kalb ist schon durch den Schächten von der Mama Joize. Er ist schon geschochten. Muss man ihn nur schnell mit einem Messer schächten oder töten. Aber man braucht nicht die ganzen Regeln von Schritta. Man muss ihn nur töten. Und bei uns im Stall ist geboren so ein Kalb. Er hat sich beruhigt, er hat schon gesehen zwei Sachen. Früher hat er gedacht, oi wei, kriminell Hand, kriminell tötet ein Kuh. Und dann die dritte Sache, er sagt sein Diener, Petros, bring mir eine Kanne Wein. Sagt er, Petros, ein Götzendiener soll bringen Wein, der Wein wird sein nicht koscher. Zeigt ihm dem Rambam in Talmud, Rabbi Yossi ben Petros. Petros ist auch ein jüdischer Name. Jetzt stell mal vor, sitzen Jiden in Deutschland, ohne dem Rambam zu prüfen, ohne zu hören, ohne zu kontrollieren, hat man gehört irgendein Wort hin, ein Wort her und gleich hat man ihn gemacht zu einer Oivavoi, ein dunkler Mensch. Warum? Weil Loschen Ore hat eine Kraft, du schießt in Rom und du bist getötet in Syrien. Jeden Zadik, jeden Rebbe, jeden Mensch in dieser Welt soll er wissen, erfolgreich steigen kostet zum Schluss Loschen Hore. Wenn du willst bleiben anonym, der dir niemand kennt, niemand wird auch über dich reden. Aber wenn du bist ein Mensch, der erfolgreich ist, Hervorrang ist, bist du bei den Leuten, du bist automatisch ein Thema. Leute sprechen über dich. Und genauso war das auch über Moshe Rabbeinu. Und ich erzähle euch jetzt noch zum Schluss eine letzte Geschichte. Es war ein Rebbe, sein Name war Rabbi Yoel Teitelbaum. Ein Tag sitzt sein Enkel auf seinem Schoß und er sagt, Opi, erzähl mir eine Geschichte. Sagt er, über was? Sagt er, über dich. Sagt der Opa, okay, ich werde dir erzählen über meine Wiedergeburt in mein Leben. Was war ihr? Was war ich in andere Leben? Das erste Mal, dass ich bin gekommen zu dieser Welt, ich war ein Lamm in dem Stall von unserem Vater Jakob. Also das erste Mal, als ich kam zu dieser Welt, ich bin gekommen als Lamm bei dem Stall von Jakob und Jakob hat mir auch sehr oft geschlagen. Das war mein erstes Leben. Gut. Und danach, Opa, was war das zweite Mal? Sagt er, das zweite Mal war ich eine Sklave in Ägypten. Ich war eine Sklave in Ägypten. Hat man mir geschlagen, als ich musste arbeiten zu Paro. Ich habe gesehen, wie die Meer hat sich gespalten. Ich habe gesehen, die 10 Plagen. Ich war bei der Toragebung und neben mir bei der Toragebung stand der Jude, der hat mich geschlagen in Ägypten. Weißt du, in Ägypten, sie haben so gemacht, jüdische Kapos zu schlagen, die Juden. Und derjenige, der hat mich geschlagen, der stand neben mir bei der Toragebung. Zum dritten Mal bin ich gekommen zu dieser Welt als Jeremia. Der Prophet Jeremia, wo hat man mir mit einem Schnur, mit einem Seil auch in einen heißen Sumpf, heißen gekochten Urbotz gelegt. Und ich habe am Leben geblieben. Und jetzt, die vierte Mal, weil ein Mensch kommt maximum dreimal in diese Welt und beim vierten ist seine Tikkun. Beim vierten Mal, ich bin jetzt der Satmer Rebbe. So hat er ihm erzählt. Und der Enkelsohn sagt, psch, seide, a schöne Meise. A schöne Meise bedeutet a schöne Geschichte, a schöne Story. Gut. Willst du was fragen? Sagt er, ja. Sagt er, ich will wissen, wie war der Gegenstand gegen Moshe? Also es war doch gegen Moshe in die Wüste ein Gegenstand. Weißt du, ein Widerstand. Aufstand. Dankeschön. Aufstand. Ich will wissen über diesen Aufstand. Sagt der Ingele, ich will dir erzählen. Das jüdische Volk hat in dieser Zeit
hat sich verteilt auf drei Gruppen. Volksleute, einfache Leute, die waren pro Moische, bedingungslos. Egal, was hat man erzählt über Moische, was waren sie? Kopf in Wand. Es gibt solche Chassidim, egal was hat der Rebbe gemacht, rechts und links sieht man das bis heute. Auch wenn der Rebbe ist urteilt in Polizei als Verbrecher, die Chassidim gehen mit ihm durch dick und dünn. Das ist die einfache Leute. Die kluge Leute, die intelligente Leute, waren alle gegen Moische. Korach und 250 Raschei Sanedraot, also steht geschrieben in die Tora, dass die Elite, die Aristokraten von dem Volk, waren gegen Moische. Und die Mehrheit war eine stumme... Stille. Die Mehrheit war so... Es gibt so immer in Knesset pro, contra und enthalten. Also die Mehrheit war enthalten. Sagt der Opa, und wo warst du in dieser Gruppe? Sagt er, ich war damals enthalten. Aber wenn du mein Enkel war in der Zeit von Moische, du warst bestimmt in die Gruppe dagegen. Und der Enkelsohn ist der große Satmar Rebbe gegen den Zionismus und alle. Also das sieht man als einen großen Widerstand, Person der Satmar Rebbe. Was wollte ich von der Geschichte rausnehmen? Ich wollte von der Geschichte etwas Kleines rausnehmen. Auch über Moische Rabbeinu, Leute haben gelästert. Hat man gesprochen, Loschen Hore. Hat man gesagt, Moische Rabbeinu war zuständig auf dem Stiftzelt. Der hat kassiert Gold und Silber. Und wo ist alles? Wo ist das ganze Geld? Wer hat das kassiert? Moische. Das heißt, der ganze jüdische Volk hat über Moische Rabbeinu geredet, Loschen Hore. Und Hashem hat gesagt, ihr schämt euch nicht. Und Moische Rabbeinu hat gemacht, die ganze Stocke von dem Stiftzelt oben mit goldenen Stücken, überall. Das nennt man Vavei Ha'amudim. Die Vav ist in Hebräisch so eine kleine Buchstabe oben. Ja? Wenn jemand guckt heute in die Tora, jeden Abschnitt von Tora beginnt mit dem Buchstabe Vav. Jeden Abschnitt in die Tora. Jeder. Ihr werdet gucken vom Anfang bis Ende, außer sechsmal. Warum mit Vav? Um zu zeigen, soll die Menschen nicht reden mehr über Moische. Und gleich nach die Tora aufheben, sagt man, Vesota Tora asher sa Moshe. Menschen neigen, das Gutes von dem anderen zu reduzieren und das Schlechtes hervorheben. Es gibt so ein Gerät, die nennt man Fernglas. Stimmt? Mhm. Was kann man machen mit dem Fernglas? Mit dem Fernglas kannst du weite Leute näher bringen und du kannst umdrehen. Und was kannst du machen? Leute ganz weit weg. Jetzt, es ist sehr interessant. Gute Sachen von anderen Leuten, Menschen gucken von Weitem. Schlechte Sachen von anderen Leuten, nehmen sie dem Fernglas und sie wollen ganz nah sehen, wie der andere ist, nackt. Komplett nackt. Komplett mit seinen Fehlern. Komplett mit seinen Schmach und Schande und Probleme. Es muss umgekehrt sein. Bei schlechten Sachen, wenn du siehst über andere Leute, was sollst du machen? Drehen und gucken weit, dass du nicht siehst, dass du nicht blicken kannst. Aber wenn es gibt beim anderen gute Sachen, sofort nehmen dem Zoom und zoomen dem anderen zum Guten. Versteht ihr?
Also jeder soll nach dem Schiur heute kaufen ein Fernglas im Herzen. Und wenn er sieht andere Leute, soll er ihre positive Seiten zoomen nach vorne und die negative Sachen drehen dem Fernglas und zu gucken um Weiten. Verstanden? Ja. Danke für euer Zuhören. Wenn jemand will was fragen, was bemerken, bitte schön, aber nur mit dem Thema zu tun. Ja, ja, ich habe eine Frage. Du hast gesagt, wenn man das schon nachher sagt, dann kommen die Gebete nicht mehr an. Ja. Jetzt, wenn der Mensch Schufa macht und dann kann er vergeben werden für das, was er angerichtet hat, oder? Andeutig eine oder viele, wenn jemand guckt, die Sünden, Bekenntnis, was wir sagen jeden Tag sagen die Baren und Däufi, wir haben gesprochen, Loschenore, jeden Tag, wo wir sagen Büsgebete, wir beten jeden Tag für unsere Loschenore, also jeden Tag beten wir vor dem Schlafengehen, dass wir verzeihen andere Leute, wenn sie über uns was Schlechtes gesprochen, und ich bete auch Gott, soll er mir verzeihen, wenn ich hab was, es gibt nur eine Sache, die muss man nicht verzeihen. Nur eine Sache. Wenn ihr wollt hören, sage ich, wenn nicht, dann nicht. Wenn einer hat über dich einen schlechten Ruf ausgedacht und gelogen, da muss man nicht unbedingt verzeihen. Weil der Ruf ist schon verbreitet und man kann das nicht mehr wieder gut rückgängig machen. Aber wenn jemand ist ein Barmherziger, soll er auch da verzeihen. Aber natürlich jeden Morgen und jeden Abend beten wir Gott um Entschuldigen für unsere Werte voller Schonara. Und am Yom Kippur sowieso mehr als 40% oder 50%, habe ich nicht gezählt, von dem Al-Khed, was wir sagen, ist über Werte. Über Lashonara, über Lesutz Fataim, Bituis Fataim, Wörter über Eltern, über Lehrer. Also Menschen reden Lashonore manchmal über eigene Eltern, über eigene Verwandte, über eigene. Darf man auch nicht. Soll man nicht. Was soll man machen? Soll man nicht reden schlecht über andere Leute? Geht nicht. Es ist nicht erlaubt. Es ist verboten. Und wenn ein Mensch hat viele Projekte in sein Leben, er lernt Torah, er ist beschäftigt mit vielen Sachen, hat er nicht Zeit zu reden über andere Leute, weil seine Leben sind viel mehr interessanter, als zu sprechen und zu reden über andere Leute. Kennt ihr den Witz mit den drei Mütter in Los Angeles? Ich erzähle euch einen Witz. Es waren drei Mütter in Los Angeles, drei ältere Damen in so einer High Society Old Age Home. Also amerikanischen. Und jeder wollte erzählen, wie gut ist ihr Sohn. Der erste hat gesagt, mein Sohn, er hat mir zum 80. Geburtstag genommen eine Yacht mit die ganze Mischproche zu einem Cruise auf seine Kosten. Und auf diesen Yacht war Klezmer und Chazonin. Der hat mich so eine Ehre gemacht und er hat mir auch ein Video gemacht über mein ganzes Leben. Sagt die andere, das ist nichts. Mein Sohn mietet jedes Jahr eine Villa für die ganze Familie für 2 Monate Sommer mit der ganzen Mischproche mit mir. Ich bin die Königin 2 Monate von der ganzen Familie. Er macht mich so viel Ehre, unglaublich. Sagt die Dritte, das ist gar nichts. Mein Sohn geht 2-mal die Woche zu einer Psychotherapeutin und bezahlt sie für jeden Gespräch $200 und erzählt nur über mich. Also ich bin die Hauptsache. Also erzählt er nur über mich. Es ist witzig, aber sollt ihr wissen, dass nach der jüdischen Tradition es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt zu erzählen schlecht über andere Leute. Wenn aber es ist lezorech, was heißt lezorech? Wenn es ist ein Bedarf, um etwas zu lösen, loslassen, befreien, das ist nicht nur Loschenore. Also dann, wie gesagt, am Anfang die Definition,
Schlechtes zu reden, Stamm, ist verboten. Wenn es ist Lezorer, wenn du hast einen Bedarf für etwas, der dir am Leben helfen, besser zu leben, da ist er erlaubt. Also ich bin gesucht heute, aber wieso telefoniert es? Ich habe ausgemacht, also steht lautlos, siehst du? Ja. Steht lautlos und er ruft trotzdem. Wer weiß warum? Das ist die künstliche Intelligenz. Das ist ein Zeichen von Hashem. Ja. Und künstliche Intelligenz nennt man das. Ja. Ja. Wer noch hat was auf dem Herzen? Ich habe gesehen, da hinten irgendeine Finger. Ja, bitte. Können wir schon schreiben, also schriftlich sein? Heute? Noch schlimmer. Ja. Heute in die moderne Welt, in Facebook, in Twitter, in überall, klar, ist genau so. Und noch schlimmer. Und noch schlimmer, weil Menschen sind mutig, heute das zu schreiben, das, was sie nicht sagen wollen. Also manchmal bist du leichter, etwas zu schreiben. Ich kenne hier verschiedene Kontakte von Eltern und Kindern. Was die Kinder, die Eltern manchmal schreiben, sie werden nicht mutig, das zu sagen in den Mund. Also ist unglaublich. Also Lashon Hara hat in unserer Welt hat bekommen noch ein Upgrade, höhere Stufe. Und ich glaube, das ist die Tikkun von unserer Generation. Ihr habt mir gefragt mehrere Mal, was kann ich machen, um zu steigen in mein Leben? Nicht reden Lashon Hara, nicht hören Lashon Hara. Und in den letzten 2 Monaten habe ich 2 oder 3 Leute getroffen, die lesen wenig Nachrichten. Die lesen wenig Podcasts. Und natürlich lesen sie nicht die Talkbacks. Weißt du, über jede Nachricht heute gibt es so verbitterte Kommentare von Menschen, die haben gar nichts zu tun. Wenn du solche Sachen liest, du bist automatisch vergiftet. Ich kann euch erzählen etwas von mir. Als ich habe gestern recherchiert, über diesen General, das hat man über ihm Lashon Hara gesprochen. Und ich habe geguckt, was Menschen schreiben über ihn, interessant. Nachdem, wo hat man ihn schon beschämt und er hat verloren sein Amt und er ist total am Boden, da sind plötzlich alle pro ihm und sie haben für ihn Mitleid und Mitgefühl. Also wenn einer leidet, da plötzlich... Aber die Idee ist, gut mit dem anderen zu sein, wenn er das braucht. Verstanden? Kommen alle gesund nach Hause.